Ich habe euch etwas zu erzählen. Vielleicht wird es euch überraschen, vielleicht habt ihr es aber auch schon geahnt. Ich bin's und mein Name ist Ivo. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 55. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute ist ein ganz besonderer Part, denn ich und ein gewisser Sim haben euch etwas Großes zu verkünden. Vermutlich habt ihr es schon im Thumbnail gesehen und wenn nicht, keine Panik, ihr werdet es gleich erfahren. Im letzten Part waren wir ja mit unserer Livia in der Highschool und ich habe euch verkündet, dass ich gerne mit ihr weiterspielen möchte. Und die meisten von euch fanden die Idee auch ziemlich gut, das heißt, wir werden das jetzt ganz sicher umsetzen. Wo wir uns aber noch nicht ganz einig sind, das ist Emma und ihre Zukunft. Mit wem soll sie zusammenkommen? Soll sie noch ein Kind bekommen? So viele Fragen. Schreibt mir eure Meinung wie immer sehr, sehr gern in die Kommentare, aber vielleicht finden wir auf die ein oder andere Frage ja sogar in diesem Part schon eine Antwort. Aber gut, wir starten jetzt in den Part hinein. Und so starten wir heute mal ganz anders in den Part hinein. Darf ich euch vorstellen, das ist Ivo. Ein großer Grund, warum ich mich jetzt für diesen Schritt entschieden habe, war, dass EA mit dem letzten Patch einen ganz besonderen Skin mit veröffentlicht hat. Und zwar diesen hier. Die Narben unter der Brust sind ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Person, die diesen trägt, eine sogenannte Mastektomie hatte. Für alle, die nicht wissen, was das ist, bei dieser Operation wird das gesamte Brustgewebe entfernt. Und für viele Transmänner ist das ein ganz wichtiger Schritt. Ivo war ja bis heute nicht binär und hat hauptsächlich die They-Pronomen benutzt, aber anhand von seinem Kleidungsstil hat man eigentlich schon länger gemerkt, dass er sich als Mann identifiziert. Und jetzt ist es offiziell. Das ist Ivo. Und ich liebe ihn, aber sehen wir uns erst einmal sein Gesicht ein wenig genauer an. Also wie ihr seht, ich habe das Geschlecht angegleicht. Also wir haben jetzt hier eben, dass er männlich ist. Dann habe ich noch angegeben, dass eben der Kleidungsstil männlich ist, aber dass er keine Kinder bekommen kann. Also er kann nicht schwanger werden und er kann aber natürlich auch niemanden schwängern. Ist ja biologisch ganz einfach nicht möglich. Das Gesicht sieht jetzt auch grundsätzlich schon männlicher aus. Ich habe ihm auch ein bisschen einen Bart gegeben, aber die Haare habe ich gleich belassen, weil irgendwie finde ich die süß und irgendwie sind die ja so sein Markenzeichen. Das ist auf jeden Fall seine neue Alltagskleidung. Dann haben wir hier die Abendkleidung, die Sportkleidung, Schlafkleidung, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter-Outfit und kaltes Wetter-Outfit. Also mir gefällt er unglaublich gut und ich bin schon sehr gespannt, was ihr von ihm haltet. Schreibt mir eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und deshalb werden wir jetzt aber den Part auch damit starten, dass er seiner Familie einen Besuch abstatten wird. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass er sie davor angerufen hat und Bescheid gegeben hat. Aber natürlich wollen jetzt alle ihren neuen Bruder kennenlernen. Und einfach wissen, wie es ihm damit geht. Und hier haben wir jetzt unseren Ivo. Er fühlt sich leider tatsächlich gerade sehr unwohl. Bin ich gut genug, weil Angst hat, die Eltern zu enttäuschen? Naja, Ivo, du bist kein Teenager mehr. Und miese Zeit? Wegen der Vorliebe von Ivo. Sims, die längere Zeit Dingen ausgesetzt werden, die sie nicht mögen, werden mit der Zeit verrückt. Versuche stattdessen, sie mit Dingen zu umgeben, die sie mögen. Könnte sein, dass er sehr, sehr lange jetzt im Haus war und sich deshalb schlecht fühlt oder er hat einfach noch Schmerzen von der Operation. Ich habe keine Ahnung, aber es wird dir ganz, ganz bald besser gehen. Aber gut, wir besuchen jetzt mal die Familie. Und keine Sorge, wir werden den Haushalt dann natürlich wieder wechseln. Ich möchte das nur schnell erledigen. Okay, anscheinend ist niemand da außer Flora und Oren. Okay, ich hoffe, Emma kommt zumindest noch nach Hause. Ach ja, und Ivo hat ja auch eine Liebesleiste mit Louis. Der weiß natürlich drüber Bescheid und eigentlich könnten wir den dann gleich einziehen lassen. Ich finde, das wäre eine gute Idee. Wenn wir jetzt schon mal mit ihm spielen, könnten wir das auch gleich erledigen. Ich freue mich so mit Ivo. Gut, hier sind wir. Und hier haben wir gleich einen Hasen. Kennen wir diesen Hasen? Nein. Okay, aber klopfen wir mal an. Ich hoffe wirklich, es ist irgendwer da. Weil oft stimmt diese Anzeige ja nicht ganz. Zumindest da sind wir schon, dass ein Baby da ist. Flora. Okay. Komm rein, Ivo. Naja. Hier ist niemand. Das ist nicht gut. Aber weißt du was? Du wirst jetzt kein Stück Torte nehmen. Du wirst jetzt was kochen.
Du wirst ein Abendessen servieren und zwar Gemüseteigtaschen. Vielleicht sagen wir einfach, Emma hat Ivo angerufen und gesagt, hey, könntest du vorbeikommen und auf deine kleinen Geschwister aufpassen? Ich habe leider etwas zu tun. Ja, und ich hoffe, dann kommt Emma bald nach Hause. Oh, Ivo hat die Kochfähigkeit erworben. Das ist jetzt natürlich belastend. Seine ganzen Fähigkeiten sind weg. Es war nämlich so, bei ihm war das ja verbuggt mit der Akne und die wollte ich loswerden. Deshalb musste ich ihn zum Kind altern lassen, dann wieder zum Teenager und dann wieder zum Erwachsenen. Und jetzt hat er keine Fähigkeiten mehr. Aber wir spielen ja nicht aktiv mit ihm, deshalb finde ich das nicht so schlimm. Also ein bisschen nervig ist es, aber ist schon in Ordnung. Daran kann ich jetzt sowieso nichts mehr ändern. Hier haben wir den kleinen Oren, der stinkt. Oh nein. Oh, Rose ist da. Perfekt. Dann kannst du mal alle zum Essen rufen. Kommt irgendwer zum Essen? Naja, Rose hat sich anscheinend nicht so dafür interessiert, dass Ivo eine Transition hinter sich hat. Vielleicht ist es ihr gar nicht aufgefallen. Aber dann können wir ihr das eigentlich gleich mal verkünden. Wir werden ja einmal den Tag verschönern. Und dann wird Ivo mit ihr eine tiefgründige Unterhaltung führen und einfach erzählen, was er die letzten Monate so gemacht hat, warum er nie da war und dass er das eben schon lange geplant hat und dass er jetzt offiziell Ivo ist. Und Rose ist natürlich total supportive. Wie könnte es anders sein? Diese Familie ist halt einfach nur ein Traum. Alle sind unglaublich tolerant und unglaublich toll und ich liebe jeden einzelnen von ihnen. Ich meine, eigentlich wollte ich Emma das Ganze erzählen. Wo treiben sich denn die alle herum? Ich verstehe das überhaupt nicht. Einmal braucht man sie und dann ist keiner da, außer Rose. Naja. Aber gut, zumindest hat Ivo es jetzt mal Rose erzählt. Die kann es ja den anderen in der Familie erzählen. Und dann muss Emma Ivo ebenso mal besuchen. Aber ich glaube, wir werden jetzt wieder nach Hause reisen und Louis einladen, damit er bei uns einziehen kann. Denn ich habe auch noch mit der Hauptfamilie heute einiges vor. Ich kann nicht den ganzen Part bei Ivo verbringen. Das geht sich leider nicht aus. Und Louis ist schon da. Wir werden ihm einmal ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Seinen Tag verschönern. Und dann wird Ivo gestehen, dass er sich angezogen fühlt. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also eigentlich wissen wir ja nichts über die Sexualität von Louis. Also, dass er queer ist, das war ja irgendwie klar, weil davor hat sich Ivo ja als nicht-binär identifiziert. Aber ja, okay, er scheint gut drauf zu reagieren. Das ist sehr, sehr schön. Oh, das freut mich. Dann wird er jetzt einmal über Nachbarn tratschen. Wo läufst du denn hin? Okay. Louis wollte weglaufen, aber ich habe ihn davon abgehalten. Sehr gut. Und dann werden wir ihm einen Insiderwitz erzählen und ein Geheimnis ausplaudern. Also vermutlich wird Ivo jetzt einfach nochmal von seinen Erfahrungen in der letzten Woche berichten. Wobei, wie gesagt, ich glaube, Louis weiß das Ganze schon. Und jetzt werden wir ihm nochmal nach seinem Tag fragen und ihn einmal bewundern. Ivo wird sich nämlich bei ihm bedanken. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Louis ihn auf seiner Reise begleitet hat und ihm dabei geholfen hat zu verstehen, als was er sich wirklich identifiziert. Und vielleicht hat er ihn sogar bei den Operationen begleitet. So schätze ich ihn ein. Deshalb werden wir jetzt einmal einen Witz über alte Zeiten machen. Und dann möchte ich, dass sie nochmal miteinander flirten. Irgendwie rennt er immer weg. Der möchte irgendwas anderes machen. Ich verstehe nicht, was. Was gibt es Wichtigeres, als mit Ivo zu flirten? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Aber die beiden sind schon süß. Dann werden wir einmal von Natur schwärmen. Dann werden wir uns über die örtliche Jugend beschweren. Also über all seine Geschwister. Und dann werden wir den ersten Kuss erleben. Oh, wie süß ist das? Ivo bekommt seinen ersten Kuss. Es hat wirklich lange gedauert. Also, wie wir sehen. Und jetzt küssen sie sich. Oh, süß. Ich wollte gerade sagen, das hat wirklich lange gedauert, weil er ist ja schon fast ein Erwachsener. Aber irgendwie ist das verbuggt. Nee, das stimmt leider nicht. Ich gebe da tatsächlich jetzt 23 ein. Weil das ist auch, weil das jetzt mit der Alterung nicht ganz hingehauen hat. Er wird wirklich schon so bald zum Erwachsenen. Das war nämlich so, als ich in den Spielstand reingestartet bin. Aber gut. Und dann, weil wir eben keine Zeit haben, können wir jetzt schon fragen, ob er einziehen möchte. Bitten, sich dem Haushalt anzuschließen. Perfekt. Dann wird Louis jetzt gleich bei ihm einziehen.
Oh mein Gott, die beiden sind so süß. Ich weiß, ich finde immer alles unglaublich süß, aber ich kann nichts dafür, dass meine Sims alle so süß sind. Das ist nicht meine Schuld. Das ist einfach so. Gut, die beiden werden jetzt zusammenziehen. Stimmt, er ist ja der Bruder von Stella. Dann haben wir noch hier Eva und dann irgendwelche Dominic Meyer und Aaron Brown. Okay, absolut keine Ahnung. Aber Louis wird jetzt zu uns ziehen. Sehr, sehr süß. Und, oh, jetzt küssen sie sich. Oh mein Gott, hört auf, so süß zu sein. Und er ist einfach auch ein Tierfreund und liebt die Natur. Die beiden sind wie füreinander geschaffen. Aber er ist schon ein bisschen alt. Also er wird schon bald zum Senior. Und wie sieht sein Stammbaum aus? Ja, okay, er hat eben nur eine Schwester. Das ist die Stella. Und das sind alles ihre Kinder? Oh, wow. Ja, gut. Vielleicht ist dann eh ganz gut, dass Louis da rausgekommen ist. Was wünscht er sich hier? Mit Rose plaudern? Ich wusste nicht, dass er Rose kennt. Aber doch, die beiden kennen sich. Das ist doch süß. Er möchte sich auch gleich mit Ivos Familie anfreunden. Aber jetzt haben wir lang genug in diesem Haushalt gespielt. Wir werden jetzt wieder Familie wechseln. Wie gesagt, ich kann leider nicht den ganzen Part mit ihnen verbringen. Finde ich aber sehr, sehr schade. Also wenn wer von euch noch eine Story-Idee hat, wie wir die Story von den beiden weiterspielen können, schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Dann könnten wir ja mal wieder bei ihnen vorbeischauen. Dann werde ich die beiden mal als ungespielt kennzeichnen. Wer weiß, vielleicht verloben sie sich ja oder adoptieren sogar ein Kind. Keine Ahnung, ich hoffe zumindest, sie bleiben miteinander glücklich. Bevor wir zur Hauptfamilie gehen, müssen wir uns aber noch eine Sache genauer anschauen, die mir aufgefallen ist und die euch ganz sicher interessiert. Und zwar, wenn wir nach Mount Komorebi gehen, dann haben wir ja hier das Haus. Nein, das ist das falsche Haus. Hier haben wir das Haus, in dem Gabriel mit Kaori eingezogen ist. Aber Gabriel wohnt nicht mehr hier. Hier lebt nur noch Kaori, ihr Sohn Marcel und das gemeinsame Kind von Gabriel und Kaori, Lena. Und das habe ich gesehen und ich habe mich unheimlich erschrocken und war so, oh mein Gott, ist Gabriel vielleicht verstorben und wir haben es nicht mitbekommen? Aber nein, er lebt noch. Und wisst ihr, wo er lebt? In Evergreen Harbor. Und zwar ganz alleine in diesem riesigen Haus. Und ich habe damit wirklich absolut nichts zu tun und ich habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und deshalb hätte ich gesagt, wir schauen ganz kurz bei ihm vorbei, denn ich verstehe es nicht. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was da passiert ist, ob er und Kaori sich gestritten haben oder ob er einfach nur random ausgezogen ist und das irgendein Bug ist, weil eigentlich waren die beiden ja verlobt und normalerweise trennt EA Sims doch nicht. Oh wow. Anscheinend trennt EA doch Sims. Seit wann? Als ob. Also die beiden sind noch verlobt, aber sie haben eine komplett rote Leiste. Sowohl Romantik als auch Freundschaft ist zu 100% im Keller. Und ihre Beziehung wird bezeichnet als, es ist sehr prekär. Sie sind verrückt aufeinander und sie machen sich gegenseitig verrückt. Wow, das ändert einfach alles. Im letzten Part habe ich ja noch gesagt, am besten sollte Emma einfach mit Lenny zusammenkommen, weil der ist ja auch der einzige ihrer Männer, der noch Single ist. Und was ist jetzt? Jetzt hat sich Gabriel einfach total mit seiner Verlobten zerstritten, ist ausgezogen und es sieht absolut nicht gut aus. Und ich habe auch keine Ahnung, wie sich Gabriel dieses riesige Haus leisten konnte. What? Und was halt natürlich nicht für ihn spricht, er hat halt schon wieder eins seiner Kinder allein gelassen. Also Lena hat er dann eben auch verlassen, als er Kaori verlassen hat. Aber wir wissen ja nicht, was vorgefallen ist. Vielleicht wollte Lena ja auch bei ihrer Mutter bleiben. Keine Ahnung. Also, ihr wisst, was jetzt kommt. Schreibt mir eure Meinung dazu sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich wäre natürlich auch gespannt, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Warum die sich so zerkracht haben. Aber gut, ich werde ihn jetzt erstmal wieder als ungespielt kennzeichnen. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie sein Leben weitergehen wird. Aber jetzt gehen wir wirklich zurück zu Emma und ihren Kindern. Wo ist Emma denn überhaupt? Emma, wo bist du? Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber schauen wir mal, wo sie sich herumtreibt. Und hier sind wir. Hä? Wo ist das denn? Bei wem bist du zu Besuch? Ja, oh mein Gott, sie ist ja wirklich bei Ivo.
Ja, gut. Ich meine, es ist 23 Uhr. Hier rennt Louis herum. Geh trotzdem mal zu deinem Sohn. Und er freut sich sicher. Und Louis rennt hier irgendwie im Kreis. Ich verstehe es nicht ganz. Und Emma ist natürlich kokett. Romantische Vorbereitungen wegen Vorfreude auf einen romantischen Feiertag. Stimmt. Heute ist ja Liebestag. Was wir damit machen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bezweifle, dass Emma auf ein Date gehen wird, weil irgendwie gibt es ja niemanden in ihrem Leben, mit dem sie auf ein Date gehen könnte. Aber vielleicht machen wir mit Jared etwas. Der hat ja 1000 Liebschaften. Da könnten wir uns doch mit der einen oder dem anderen treffen. Nur eher nicht mit dem Lehrer, weil das finde ich gar nicht so toll. Emma, was tust du eigentlich? Schirm öffnen. Ja, du kannst gern den Schirm öffnen, wenn du das willst. Ich glaube, mein Spiel ist ein bisschen verbuggt. Updates sind einfach nie gut. Ja, schön. Emma, du machst das großartig. Nur noch circa ein Jahr, dann bist du angekommen. Du machst das toll. Perfekt! Emma ist endlich da! Gut. Oh mein Gott, wir haben 4 Uhr früh. Jared wird auch gerade angerufen. Hallo Jared Clay. Wir werden uns vom Versorgungsnetz abkoppeln. Wir ziehen aus und verabschieden uns von der gesamten Technik, einschließlich Telefonen. Danke für all die schönen Erinnerungen. Ich werde an dich denken, wenn ich tief im Wald Nahrung suche. Schon wieder diese seltsame Nachricht. Das ist anscheinend, wenn das Spiel NPCs aussortiert. Und ich finde das gar nicht so cool. Aber ja, soll das Spiel machen. Okay, Ivo pieselt sich gleich ein. Gut, nachdem er auf der Toilette ist, können wir ja mit ihm sprechen. Wir werden gleich mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und Emma wird vermutlich einfach sagen, ich bin so stolz auf dich, dass du dich das getraut hast. Und es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Dann werden wir ihm Familienrat geben. Und einfach erzählen, ich habe mit Rose gesprochen und musste sofort herkommen. Deshalb tut es mir leid, dass es 4 Uhr morgens ist, aber ich wollte einfach sofort mit dir drüber sprechen und dir versichern, dass ich dich liebe und dass ich stolz auf dich bin. Und deshalb werden die beiden jetzt mal über Ängste sprechen, beste Freunde werden. Nein, das ist viel. Aber es ist so süß. Und dann wird Emma ihm eine fesselnde Geschichte erzählen und einmal seinen Tag verschönern. Und dann wird sie aber auch sagen, danke, dass du mich um die Uhrzeit überhaupt reingelassen hast, aber ich muss tatsächlich nach Hause. Wie du weißt, ich habe viele Kinder und die kommen ohne mich nicht ganz klar. Und deshalb werden wir jetzt wieder nach Hause reisen. Und hier sind wir wieder und dann stecke ich Emma jetzt gleich mal ins Bett. Livia, du bist natürlich auch wach. Och. Diese Kinder, ich sag's euch, die kann man nicht alleine lassen. Ja, warum geht ihr denn nicht schlafen? Die werden alle fast bewusstlos. Leute, wenn ihr müde seid, solltet ihr schlafen gehen. Hat euch das noch niemand erzählt? Gut, Jared darf vorher noch auf die Toilette. Und dann, ja, das erste Kind ist bewusstlos geworden. Flora. Ich sag's euch. Es ist nicht leicht mit so vielen Kindern. Aber während die alle schlafen, möchte ich noch kurz über Emma sprechen. Von ihren vergangenen Männern. Hätten wir da zum Beispiel noch Raoul? Der hat mittlerweile einen Ehepartner. Ach, der hat Malcolm Landgrab geheiratet. Ja gut, also der ist dann schon mal aus dem Rennen, eindeutig. Dann haben wir Lenny, mit dem sich Emma auch noch ziemlich gut versteht. Der ist auch verheiratet mittlerweile. Sagt mal, was haben wir eigentlich alles verpasst? Wann ist das alles passiert? Schaue ich da nicht jeden Part gefühlt rein und da war bis vor kurzem nichts? Ich kenne mich nicht mehr aus. Dann haben wir noch Gabriel. Der ist jetzt zumindest Single. Dann haben wir noch diesen Lukas. Aber mit dem war ja irgendwie nie so richtig was und ich bin jetzt auch nicht so begeistert von ihm. Dann gibt es noch Jacob, den Barkeeper. Der ist mittlerweile auch verheiratet. Wann haben die alle geheiratet? Ja. Und das war's dann, ehrlich gesagt, auch schon. Ich schaue noch mal in den Stammbaum, weil ich finde es sehr seltsam, dass wir das nie gesehen haben. Ach, hier wirklich. Raoul ist verheiratet mit Malcolm. Und dann ist auch der Vater von Livia verheiratet mit Alice. Und eines ihrer Kinder ist tot. Ableben durch Killerhuhn? Okay. Da passieren wilde Sachen.
Aber Ted Shaw lebt tatsächlich noch immer. Der lebt wirklich schon lang. Und der Stammbaum wird auch immer größer. Liegt vielleicht daran, dass Avery auch schon 5 Kinder hat? Wow, und da ist der liebe Jonas. Den kennen wir ja. Ja, tatsächlich 5 Kinder. Und einer davon ist der liebe Jonas. Danke Jonas, nur wegen dir ging eines meiner TikToks viral. Übrigens, weil wir gerade bei TikTok sind, ich bin auch auf TikTok, Instagram und Twitch unterwegs, also schaut sehr, sehr gern auch dort vorbei. Gut, wo waren wir? Genau, mit wem soll Emma enden? Also, ich bin wirklich, wirklich ratlos. Natürlich können wir sagen, dass Raoul oder Lenny sich scheiden lässt. Das können wir ja alles spielen, das wäre ja prinzipiell kein Problem. Wenn ihr zumindest der Meinung seid, sie soll mit einem der beiden zusammenkommen. Sie könnte natürlich auch mit Gabriel zusammenkommen, weil der jetzt gerade Single ist. Oder wir suchen uns ganz einen neuen. Ja, wie ihr wollt. Also schreibt es mir wirklich gern in die Kommentare. Ich bin da echt auf eure Hilfe angewiesen und möchte das auch mit euch gemeinsam entscheiden. Oren, sollst du nicht schlafen gehen? Ja, nein, du möchtest lieber die Staffelei anschauen. Oren, geh schlafen! Und eine Sache, die sich auch noch viele gewünscht haben, wäre, dass Emma noch ein Kind bekommt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Also wir wollen ja mit Livia weiterspielen und die wird hier tatsächlich schon zur Erwachsenen. Und ich möchte spätestens mit ihr weiterspielen, wenn sie eben eine junge Erwachsene ist. Am liebsten würde ich mit ihr noch als Teenagerin spielen, aber ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Denn wir müssen ja auch noch die Geschichte von Flora und Oren zu Ende spielen. Ich meine, vielleicht finden wir für die beiden ja eine Challenge, die wir schon im Teenageralter abschließen können. Und dann können sie im Teenageralter ausziehen. Aber morgen werden die beiden immerhin erst zu Kindern. Und dann dauert es ja auch noch eine ganze Weile, bis sie zu Teenagern werden. Also das wird alles ganz, ganz schön stressig. Ja, also ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, wenn wir mit Emma jetzt kein Kind mehr bekommen. Oh, die Kinder müssen schon zur Schule. Ja, schön. Die sind alle unglaublich müde, aber selbst schuld. Warum sind denn die nicht einfach schlafen gegangen? Wer bist denn du? Florian Shaw? Du bist eines der Kinder von Avery, richtig? Was tust du in unserem Haus? Kann ich dir irgendwie helfen? Florian Shaw findet Rose Potter klasse und möchte beste Freunde werden. Und dafür spricht er mit einem leeren Bett, weil sie ist gar nicht mehr da. Auf keinen Fall. Du bist creepy. Bitte geh nach Hause. Ich schicke den jetzt einfach weg. Ich möchte nicht mehr, dass der da ist. Warum sind die Hausaufgaben so schwierig? Man braucht ewig. Wird Jared Lee jemals fertig werden? Oder wird er weiter auf ein leeres Blatt starren? Jared ist in Ordnung. Du musst nicht gut in der Schule sein. Jeder hat seine Talente woanders. Und Emma ist aufgewacht. Und heute ist ja, wie gesagt, Liebestag. Aber Emma hat ja nicht wirklich wen, mit dem sie den verbringen könnte. Ich würde sagen, sie kümmert sich einfach um den Garten und um alles. Liebestag-Schulparty. In der letzten Woche haben die Kinder ihren jeweiligen Schwarm zur jährlichen Liebestag-Schulparty eingeladen. Es wird Kekse, Punsch, Musikgeschenkkarten und natürlich lästige Aufpasser geben. Rose wurde noch nicht gefragt, daher hat sie zwei Möglichkeiten. Alleine gehen oder jemanden Besonderen einladen. Oh, Rose. Es ist unsere Rose. Sie war ja schon immer ein bisschen schüchtern und eine Einzelgängerin. Und ich glaube, im Teenageralter wird sie jetzt noch nicht wirklich jemanden kennenlernen, mit dem es passt. Deshalb würde ich sagen, sie wird jetzt alleine gehen. Liegt es daran, dass Rose alleine zur schlimmsten Schulparty aller Zeiten gegangen ist? Oder daran, dass sie sich den Punsch über den Schoß geschüttet hat, auf dem Flur ausgerutscht ist und dann versehentlich den Lehrer umgeworfen hat? Obwohl sich Rose ziemlich schrecklich fühlt, so allein an der Wand zu stehen, findet sie trotzdem, dass sie eine Strafe verdient hat. Ich wollte das fertig lesen, aber okay. Für Liebestagball dekorieren. Als der Lehrer fragt, wer bei der Organisation des Liebestagsballs helfen möchte, hebt Livia schnell die Hand. Ich glaube nicht, dass Livia das möchte. Ach so, auf diese Weise würde sie sich nicht nur ein paar Stunden Unterricht sparen, sondern auch eine einmalige Gelegenheit erhalten. Und jetzt können wir auswählen, für den besten Ball überhaupt dekorieren oder Streiche auf dem Ball spielen. Natürlich wird sie Streiche spielen. Aber wie ist es denn jetzt mit Rose ausgegangen? Obwohl sich Rose ziemlich schrecklich fühlt, so allein an der Wand zu stehen, findet sie trotzdem, dass sie die Strafe verdient hat. Oh mein Gott, Rose, du tust mir so leid.
Für sie habe ich mir übrigens überlegt, also die Challenge ist es ja, dass sie zu einem Spezialabschluss zugelassen wird und dann werden wir mit ihr zur Uni ziehen und auf jeden Fall einen Part spielen, wo sie jemand Besonderen kennenlernt. Weil ich liebe Rose und ich kann nicht mit ansehen, dass sie für immer allein ist. Das möchte ich nicht. Und was haben wir bei Livia? Warum alles für den Liebestagball vorbereiten, wenn man ihn auch sabotieren kann? Verstehe ich gut. Livia findet den Gedanken unwiderstehlich. Doch Livia hätte lieber wie versprochen alles schmücken sollen, denn die Scherze sind eher enttäuschend als lustig. Als der Lehrer in einen mit Ketchup bestrichenen Keks beißt, weiß sofort jeder, wer dafür verantwortlich ist. Livia hockt den Rest des Tages auf dem Flur, während alle anderen Spaß haben. Tja, ich glaube ehrlich gesagt, dass Livia das jetzt nicht so schlimm findet. Aber gut. Wie gesagt, Emma wird sich jetzt einmal um den gesamten Garten kümmern und ich werde jetzt einfach den Tag weiterspielen. Und wenn die Kids dann wieder nach Hause kommen, werden wir am Abend etwas Schönes für Jared planen. Also ich weiß noch nicht, wo er hingeht, aber er wird auf jeden Fall den Abend mit jemand Besonderen verbringen. Schon wieder etwas. Liebestag-Schulparty. Jetzt kommt das Gleiche nur mit Jared. Ja, Jared wird natürlich jemand Besonderen einladen. Ich habe Mut bewiesen, sagt sich Jared Clay immer wieder selbst. In dem Moment, als er seinen Schwarm gefragt hatte, ob er mit ihm zu der Party gehen würde, kam schon die Absage? Das Nein kam wie aus der Pistole geschossen und kurz danach dröhnte ihm das gemeine Lachen seiner Klassenkameraden in den Ohren. Jared Clay versteckt sich die ganze Party über beschämt in den Toiletten mit einem Lama-Keks, der köstlich ist, aber die Geschehnisse nicht rückgängig machen kann. Naja, vielleicht hat Jared ja tatsächlich seinen Lehrer gefragt. Mit dem hat er ja im letzten Part geflirtet. Wer weiß, was Jared einfällt? Wir haben jetzt kurz nach 15 Uhr und Emma hat das Gemälde gerade fertig gemalt. Oh mein Gott, es sieht so unglaublich cool aus. Wie habe ich das immer benannt? Genau, Vorname und Nachname. Können wir das umbenennen? Schade. Ja, da steht jetzt halt leider noch der falsche Name, aber da kann ich leider nichts machen. Livia ist das fünfte Kind von Emma, richtig? Ich muss nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, das sechste Kind. Stimmt, gut. Dann haben wir hier Livia. Livia Potter, Klammer 6. Sehr gut. Das können wir dann gleich hier an die Wand hängen. Ich hänge es jetzt einfach mal dahin. Da werden wir später wahrscheinlich zuerst noch Jared und Rose hinhängen und Livia dann hierhin. Aber ich möchte am besten gleich weitermachen. Rose, komm du hier. Dann kann Emma dich noch anfangen zu zeichnen. Jared ist jetzt beim Footballtraining. Perfekt. Und danach werden wir mit ihm die Stadt unsicher machen und er wird wieder jemanden kennenlernen. Wie machen wir das? Ich glaube, sie muss sich hier hinstellen. Ich möchte es nicht schon wieder falsch machen. Gut, stell dich hier hin. Und dann suchen wir ihr eine Pose aus. Ich habe doch irgendwas, was Shy Girls heißt. Ja, das passt doch perfekt. Dann geben wir ihr einfach diese Pose. Die sieht doch süß aus. Zur Sicherheit nehme ich auch noch diese. Dann schauen wir, was gut passt. Und Emma wird wieder ein großes Gemälde nach Vorlage malen. Perfekt. Oh, geh schnell weg, Kind. Ich möchte nicht, dass du im Hintergrund bist. Schnell, lauf, stinkendes Kind. Oh, oh. Okay, das geht sich aus. Oh, aber jetzt ist das Gemälde von Livia im Hintergrund. Ja, ist eigentlich egal. Sonst machen wir es nur so. Ich finde, das ist ein cooler Ausschnitt. Oh, sie ist auch so wunderschön. Eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie niemand eingeladen hat. Aber anscheinend sind alle in ihrer Schule blind. Gut, das ist ein schöner Ausschnitt. Das gefällt mir gut. Dann kann Emma gleich mal wieder malen. Und Jared, weißt du was? Du kommst vom Footballtraining wieder nach Hause. Er ist ja eh schon Kapitän, mehr kann er nicht werden. Und heute ist Liebestag. Und es ist Jared, er hat Besseres zu tun. Gut, er ist wieder da. Wen haben wir denn zur Auswahl? Wir haben Marina. Die kennen wir noch gar nicht so gut. Dann haben wir natürlich Angelo, der sein Lehrer ist und eigentlich verheiratet ist. Dann haben wir irgendeine Sarah. Und dann gibt es noch Nadja, aber die ist mittlerweile auch verheiratet. Ja, und das war's dann auch schon. Habe ich die Simda Dating App noch installiert? Ja, habe ich. Ja gut, dann wird er sich da mal wieder ein Blind Date ausmachen. Das hat er ja schon länger nicht mehr gemacht. Ja, er macht ein weibliches Blind Date aus und ich bin schon sehr gespannt, wer diesmal mit ihm ausgehen möchte.
Ich finde es, um ehrlich zu sein, nämlich auch ziemlich realistisch, dass Jared die ganze Zeit nur am Handy hängt und auf Sim da ist. Wer bist denn du? Ich meine, du siehst ein bisschen älter aus, aber Jared hat ja auch mit seinem Lehrer geflirtet, also mich wundert einfach nichts mehr. Und die beiden gehen am besten nach Sanmai Shuno. Dann gehen sie einfach hier in den Sunspear Nightclub. Wenn ich mich richtig erinnere, war er dort mit Nadia ja auch. Aber vielleicht ist das ja einfach sein Go-To-Dating-Spot. Und jeder weiß, dass er dort immer die Frauen, die er kennenlernt, hinbringt. Vermutlich wissen es auch schon alle Barkeeper und alle reden immer nur über das. Perfekt, hier ist keine Tapete auf der Wand. Das finde ich ein bisschen belastend. Wer bist du denn? Ach, sie ist sogar eine Teenagerin. Ich meine, sie sieht ein bisschen wild aus. Ich glaube, ich werde ihr ein ganz kleines Umstyling geben. Auch wenn ich nicht weiß, was für eine Rolle sie in diesem Let's Play spielen wird. Aber ich möchte ihr ein schnelles Umstyling geben. Nur ganz, ganz klein. Wirklich ganz, ganz klein. Und die wohnt ja auch in einer riesigen Familie. Wie könnte es anders sein? Wie gesagt, nur ganz, ganz klein. Ich möchte nur schnell andere Haare geben. Was wäre denn süß? Ja gut, das steht ja eigentlich überraschend gut. Nämlich wirklich. Ich habe noch nie einen Sim gesehen, dem das passt. Aber gut, dann bekommt sie noch Wimpern. Medizinische Wearables? What? Seit wann gibt es denn das? Kam das auch mit dem Update? Ohne Krämpfe? Hä? Da gibt es ja so viele neue Sachen. Aber gut, wir müssen eigentlich nur die Abendkleidung umstylen, denn die hat es jetzt an. Dann gebe ich ihr einfach Make-up over the top. Denn wir kennen ja unseren Jared und das gefällt ihm. Dann noch einen Eyeliner. Gut, der ist ein bisschen zu wild. Nehmen wir lieber den. Dann bekommt sie noch Lippenstift. Ja, gefällt mir gut. Sie ist wirklich sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Dann bekommt sie noch ein Kleid, das zu Jared passt. Wow. Das wird es nicht. Das ist auch ein bisschen gewagt. Aber falsch gewagt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht. Vielleicht das hier? Nee. Ich bin in letzter Zeit irgendwie mit meiner Kleiderauswahl nicht mehr happy. Vielleicht muss ich mir da mal was Neues runterladen. Also, wenn wer von euch coole CC-Creator für Kleider kennt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und mit meiner jetzigen Auswahl bin ich einfach nicht mehr so glücklich. Aber sonst nehmen wir einfach das. Das ist eigentlich ganz cool. In schwarz. Ja, warum nicht? Ist zwar ein bisschen zu süß. Aber egal. Dazu noch das und dann noch irgendwelche hohen Schuhe. Das passt dann schon. Ja, nein. Okay, Strumpfhose wieder weg. Und sie bekommt diese Schuhe. Warum mache ich das eigentlich gerade? Egal. Perfekt. So sieht sie perfekt aus. Und ich habe noch nicht mal nachgesehen, wie sie heißt, oder? Oder ich habe es wieder vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Wow, ich bin, glaube ich, gleich schlimm wie Jared. Und wir sind wieder da und ich glaube, ich habe es verkackt. Das Event wurde beendet. Kennen wir sie denn? Oh nein. Wir kennen sie nicht. Und ich habe vergessen, wie sie heißt. Wir werden sie nie wiederfinden. Und da ist ein Werwolf. Wer bist du? Rory. Du nervst mich. Ich möchte keine Werwölfe mehr. Nein, ich habe sie verloren. Aber wir werden sie irgendwann wiederfinden, versprochen. Wen haben wir hier? Ach, ich weiß nicht, das sind alles Erwachsene. Aber ich möchte sie wiederfinden. Und ich werde sie irgendwie wiederfinden. Gut. Wir werden jetzt ein spezielles Date ausmachen. Und vielleicht finde ich sie jetzt. Ich habe sie gefunden. Es war gar nicht so schwer. Alessia Niesen heißt sie. Perfekt. Und die beiden werden natürlich dorthin gehen, wo wir sowieso schon sind. Perfekt, wo ist sie denn jetzt? Hier kommt sie schon. Sehr, sehr gut. Irgendwas ist ja komplett verbuggt. Ich glaube, das neue Update hat mein ganzes CC kaputt gemacht. Wir werden uns einmal freundlich bei ihr vorstellen. Und sie ist schon direkt kokett. Also Jared hat mal wieder seinen kompletten Charme ausgepackt. Er hält zwar nicht so viel von ihr, aber sie ist komplett beeindruckt von ihm. Wie immer, wie könnte es anders sein? Dann wird er ihr einmal den Tag verschönern, wird gleich mal einen mutigen Anmachspruch loslassen und dann kann er gleich mal ein Geschenk geben. Ja, so gute Sachen hat er jetzt nicht dabei.
Ja, er schenkt ihr einfach mal Bienenwachs und wir tun so, als wären es Blumen, okay? Sie ist einfach so beeindruckt von ihm, aber Jared zieht ja doch besser was an. Muss nicht gleich in Badehose vor ihr stehen. Und sie haben schon eine romantische Leistung. Wow. Dann wird er einmal seine Muskeln zeigen. Ich glaube, das passt ganz gut zu ihm. Und dann sollen wir sie fragen, ob sie Single ist. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Wo geht denn das? Wieso vergesse ich das immer? Fragen, ob Single ist. Und dann werden wir ihr einmal schmeicheln. Er wird ihr einfach sagen, oh, Alessia, du siehst so toll aus in diesem Kleid. Und diese Frisur, du bist einfach so schön. Und deine Augen, ich liebe deine Augen. Dann wird er mal mit ihr flirten. Und wird ihr gleich auch gestehen, dass er in sie verknallt ist. Und natürlich nur in sie. Weil er hat noch nie so einen schönen Sim wie sie gesehen. Dann wird er den Abend noch ein wenig auflockern. Und einen Witz über Gesichtsbehaarung machen. Ich weiß auch nicht warum. Oh, das scheint sie gar nicht zu mögen. Dann werden wir besser einen Anmachspruch machen. Und dann werden die beiden gleich mal ihren ersten Kuss erleben. Denn ich glaube, so ist Jared. Der geht eben sehr schnell vor und er ist charmant genug, dass alle Frauen ihm verfallen. Ach, Jared, ich bin schon so gespannt, wie deine Geschichte weitergeht. Ob du jemals einen Partner fürs Leben finden wirst, ob du heiraten wirst, Kinder bekommen. Schreibt mir eure Ideen natürlich auch sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich bin schon so gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Da ist Raoul. Okay, ja gut, der verschwindet am besten gleich und tut so, als hätte er sein Kind nicht gesehen. Ganz Raoul eben. Wir wissen ja, wie er ist. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!